Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. Wir haben viel getan, wir haben endlich wieder Frühling, wir können sehr viel anpflanzen. Wir müssen jetzt, was heißt müssen? Wir gehen jetzt in die Berge. Dort holen wir denn für unsere gute, das brauchen wir, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Für unsere gute Ehefrau Blümchen, weil... Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir müssen uns besser um sie kümmern. Ich glaube, sie ist immer noch sauer. Immer noch sauer auf uns. Deswegen hoffe ich mal, dass sie jetzt dadurch legt, indem wir ihr was schenken. Oh. Genau, erst erstmal was. Kann man machen. War hier nicht irgendwas zum Verschenken? Da, genau. Da sind Blumen. Nehmen wir die mit. Dip, 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 dip. Ja, wir haben jetzt keine Musik, deswegen muss ich singen. Mitsummen, wo gar nichts ist, ne? Eva, ich habe Blumen für dich. Wir müssen uns wieder bei ihr einschleimen. Das ist leider das Ding. Bitteschön. Wow, vielen Dank, das riecht aber gut. Ja, hoffentlich. Du sorgst so gut für mich, Schnäuzelchen. Und schon macht sie uns wieder Hacke voll. So kennen wir sie, die gute Eva. Nee, wir wollen was anderes an den Bergen machen. Wir wollen diese Axt. Es wurde uns gesagt, wir müssen eine Axt im Wasser schmeißen. Ist das der Ort? Ach, genau. Oh mein Gott, jetzt lauft doch nicht da lang. Wirf nichts in die Quelle hinein. Okay, habe ich nicht vor. Geh erst einen Tag über. Ich würde ja gerne nichts in die Quelle reinschmeißen. Aber irgendwie scheint da nichts zu passieren. Wir müssen bei unseren Tieren vorbeischauen, glaube ich. Bitte werd nicht krank. Bitte werd nicht krank. Oh, sehr gut. Wir brauchen die Bürste. Die Bürste, ich weiß, es ist schon spät. Es spielt die ganze Zeit schon, ist schon so weit. Und es spielt keine Musik. Ich weiß. Ihr werdet auch kirre, ne? Aber wir müssen kurz mal ein bisschen was machen. Da müssen wir auch mal in die Nacht hineinarbeiten. Da kommt man nicht bei drum herum. So. Hi. Sieht's gut aus. Bürsten wir. Sehr gut. Hier ist dein Futter. Da. Gut, gut, gut. Dann gucken wir noch mal bei den Hühnern. Ist hier alles gut? Hier ist alles super. Das Küken braucht nichts essen. Tut mir leid, Küken, für dich gibt's nicht. Schmarotzer. Ja, ich bin so fies, ne? Ich bin so fies. So fies. Gut, dann gehen wir uns schlafen. Und am nächsten Tag werden wir nochmal schön aussehen. Denn wir Rüben kaufen. Schwierigen? Oh, sieht immer noch sauer auf uns. Ah, sie haben angefangen. Ich werde ein riesengroßes Haus bauen. Warte nur ab. Bist du sicher, dass du so richtig gibst, wie du es machst? Also stell dir mal vor, ihr würdet für Leute so arbeiten, die so drauf sind. Wir werden jetzt erstmal... Ich muss dir das hier auch fertig machen, weil wir brauchen mehr Futter wieder. Und sobald es so lange... Nehmen wir das mit. Genau, so machen wir es richtig. Und das Rübensaat. Und wenn alle Rüben verkauft sind, kaufen wir uns davon Kartoffeln. Nee, das brauche ich nicht. Jetzt erstmal brauchen wir Saat. So. Tada. Tada.
Tada! Gut, dann können wir hier ein bisschen ernten. Schon mal. Nein, das ist nicht bereit. Okay, dann ist das auch noch nicht bereit. Okay, dann brauchen die wieder ein bisschen. Nehmen wir die Gießkanne mit. Da brauchen wir die Sichel erstmal nicht. Nehmen wir das hier. Ich würde die Kuh jetzt ungern melken, ne? Ich melke die jetzt ungern. Deswegen lassen wir das mal. Vielleicht wird die dadurch krank. Ne? So. Gut sieht's aus. Ja, brav. Brav, brav. So, hier ist dein Futter. Kannst dir holen, beweg dich ein bisschen. Nur am Schlafen. Die ist echt nur am Schlafen. So, Küken, was ist mit dir? Oh, ist ausgewachsen? Du bist immer noch nicht ausgewachsen. Willst du was essen? Von mir aus. Sieht aus wie so ein kleiner gelber Popel, ne? also hier jetzt, ne, im Spiel. Ich weiß, das sind Küken, kein gelber Popel. Wir haben nur zwei Stück. Also langsam wird's eng. Wenn die Kuh krank werden sollte, haben wir echt Pech gehabt. Wir gehen schlafen. Oder nee, was wir sollten nochmal in die Berge gehen. Ich brauche nochmal Blumen für Eva. Wir müssen uns wieder einschleimen. Und das ist schlimmer als Betrügen, was wir getan haben. Wir waren richtig fies zu ihr. Aber so richtig. Haben den Tag des Jahresende, des Jahres. Denn gerade, ihr wisst ihr, in Japan ist der 24. halt so nicht so ein übliches wie hier in Deutschland oder so Weihnachts. Natürlich ist es Weihnachten, aber in Japan ist es eher das, womit gerade das Fest, was man mit seinen Liebsten, also mit seiner Liebe in Japan verbringt. Und das ist ein japanisches Spiel. Dementsprechend denke ich mal, das war ein Schlag in die Fresse. Ne? So, vielen Dank. Riecht aber gut. So, gehen wir schlafen. Ja, gerne, speichern wir mal kurz. Sag mal, regnet es immer noch? Es regnet ja immer noch. Leute, was ist denn hier los? Übertreib's doch mal nicht. Und dann Regen kann ich mein Huhn nicht verkaufen. So, genau. So eine Börse, die Börse hatte ich schon die ganze Zeit mit. So, sieht so gut aus heute? Braves Mädchen, ich glaube, wir brauchen. Wir brauchen es. Oh, das kann's vergessen. Wir müssen. Wir haben kein Geld für Futter. Und es regnet schon wieder. Wir haben kein Geld für Futter. Ja. Wenn es jetzt auch weh, ich muss heute die Kuh rausholen, wenn es heute regnet, dann. Was ist denn hier los? Oh, please, lass bitte sack. Sehr gut, du siehst wirklich gut aus. Bitte, 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 haben wir noch was drin? Oh, wir haben noch was drin, sehr schön. Puh. Glück gehabt. Ja, können wir das jetzt ernten? So. Ey, es regnet halt schon die ganze Zeit, ne? Die können wir ernten. Moment. Ist das hier auch fertig? Ich hoffe mal, dass er morgen fertig ist. So, wir nehmen dich mal kurz mit. Einmal hier hinstellen. Einfach hier reintun.
Bitte bleib doch mal hier stehen. Ich hoffe, das zählt einfach. Sieht ein bisschen buggy aus, ich weiß. So. Das ist halt das. Ja, genau, schmeiß einfach weg. Aber wenn es nicht wäre, ist mal auch ehrlich. Wenn es nicht zählen würde, dann. Ups, ich musste direkt neben dem Pferd stehen. Dann würde das wahrscheinlich irgendwie anders aussehen, ne? Es sieht ein bisschen buggy aus teilweise. Aber wenn die Taschen sich immer. Wenn die Taschen ein bisschen gefüllter aussehen, ist ja nicht schlecht. So. Gut, gut, gut. Dann werden wir auch direkt neue kaufen gehen. Haben wir denn genug Geld dafür? Nein, haben wir nicht. Dann hole ich mal eben schnell. Ich glaube. Nee, wir haben uns ja um Dings schon gekümmert. Wir haben uns schon um Dings gekümmert. Ich. Guck mal nochmal kurz rein bei der Kuh. Ich hoffe, morgen ist wieder. Hört der Regen auf. Gut, wir haben uns ja. Wir haben uns schon um die Kuh gekümmert. Weil ich muss doch langsam wieder was. Ich will meinen Huhn verkaufen. Und ich will wieder Musik hören. Ist mir jetzt schade, dass das Wetter am Sonntag so schlecht ist. Ja. Gut, gehen wir schlafen. Holy moly. Hallöchen. Hey Schatz, wollen wir unser Haus in einer schönen Farbe streichen? Yo, das ist groß. Sogar mit Terrasse. Es ist vollbracht. Schau dir dieses super Luxus Riesenblockhaus an. Ich bin ganz vernarrt in das Haus. Bis bald. Trotzdem ist der Zaun hinter mir Schrott. Ja. Sieht trotzdem noch schrottig aus hier. Was soll das? Was sagt unser Geld? 500 nur? Krass, nur 500 für das bisschen? Also die Menge? 500? Da bringt ja gar nichts. Wow. Nee, Leute, das kann ich nicht so belassen. Wir gehen jetzt sofort, aber sofort Kartoffeln kaufen. Nee. Haben die schon auf? Teuer sind die? 200, okay, kaufen. Vielleicht nochmal. Gut, 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 gut. Ja. Gut. Wir gehen jetzt mal Manfred kurz mal eben besuchen. Und sagen ihm, dass er einen Huhn abzuholen hat. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das Huhn groß genug ist. Ich würde gerne einen Huhn verkaufen. Ich hole es später ab. Ja. Jetzt entweder gute Musik, ne? 500, Alter. 500 hat es eingebracht. Die Rüben. Ja, das kann es doch nicht sein, oder? Ist doch gar nichts. So, bitte sei ausgewachsen. Yes, weg mit dir. Komm. Endlich nie wieder Hühner. Nie wieder Hühner. Die sind schlimm. So. Da ist der Wilhelm. Gut, nimm mit. Ja, verkauf. Komm. Haben wir die Bürsten noch dabei? Nee.
Ich sollte erstmal unsere Kuh pflegen. Oder halt, halt, halt. Wir haben nur die Sichel, ne? Ich gucke mal ganz kurz, ob wir das hier schon enden können. Haben wir noch was drin? Eieieiei. Du siehst gut aus. Wie wird das Wetter morgen? Ich muss sie rauslassen. Ich muss kurz in den Fernseher gucken, wie das Wetter morgen wird. Bitte sei kein Regen. Auch in der Nacht soll es ein Regenfall. Die wollen doch, dass mein Tier krank wird. Ich habe jetzt gar kein Tierfutter. Oder? Wie viel Geld habe ich? Ich muss. Oh Gott, diese Kuh wird mir zu teuer. Wehe, das ist unbezahlbar. Was ist das? Dieser ist magisch Staub, bewirkt, dass eine Kuh kalbt. Außerdem beinhaltet er eine Medizin, die für das Wohlbefinden der Kuh sorgt. Willst du ihn kaufen? Er kostet allerdings 4000. Nein, danke. Aha. Das würde ich gerne kaufen. Das ist Futter für die Kühe. 12 Portionen sind in diesem Paket. Ja, besser ist es aber, du fütterst dem Vieh mit Heu. Das Futterpaket kostet... Ja. Also gut, wenn du willst, dass die Kuh krank wird, wisst ihr was, dann verkaufe ich die Kuh jetzt. Das ist mir jetzt zu teuer, Leute. Ich werde eine neue irgendwie besorgen. Ich werde sie mir zurückkaufen. Weil das wird mir zu viel. Ich werde hier kein glückliches Ende im Spiel, im Let's Play haben. Oh, jetzt krieg ich böse Kommentare. Boah, was? Wie kannst du es wagen? Ich weiß es jetzt schon. So. Was? Ah, die sind schon nass. Haben wir denn... Ach, wisst ihr was? Bis morgen. Ja, ciao. Wenn die Kuh jetzt krank wird, dann ist es so. Dann ist es so. Ich verkaufe sie nicht. Wir müssen das zusammen durchstehen. Okay? Wir stehen das eigentlich zusammen. Wenn die Kuh krank wird, wird sie eh abgeholt. Was soll ich machen? Dann kann ich sie mir immer noch zurückkaufen. Dann kaufe ich mir sie einfach erneut. Eine gute Ewi. Ja? Ich kann allerdings, ich habe echt scheiße gewirtschaftet hier im Spiel. Ich hätte es gern anders gemacht. Ne, so ist das nicht. So. Gut. Dann gehen wir schlafen und hoffen mal, dass unsere Kuh nicht am nächsten Tag krank ist. Gott, ist das jedes Mal jetzt so weit bis im Bett. Ja, bitte, mach. Guten Morgen. Muss ich jedes Mal hier hinlatschen? Hey Schatz, wollen wir unser Haus in einer schönen Farbe streichen? Das können wir machen. Jetzt regnet es ja eh. Ich guck noch mal kurz, aber ich glaube. Ach, dieser Regen. Ich muss nach der Kuh gucken. Na, krank? Safe. Nein! Okay. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ich würde das halt gerne absicheln da. Nur das mal mit. Das kann weg. Braun, den springt er jetzt aktuell nicht. Weil wenn es regnet, regnet's. Ja. Immer noch nicht fertig. Ja, das wird kritisch, Leute. Ich kann nichts Neues ernten, wenn nichts da ist, ne? So, komm her. F
Freust du dich? Ich weiß nicht, sehe es nicht. Ja, okay. Gut. Ja, braves Mädchen. Siehst gut heute aus. Super siehst du aus. Ich habe leider nichts. Ich habe echt leider nichts. Ich würde dir gerne was anbieten. Aber es regt, ist halt echt eine Fügung des Schicksals, ne? Es ist wirklich immer das Schlimmste. Das Worst-Case-Szenario ist es hier. Sind die Rüben fertig? Nein. Eine dumme Pflanze ist hier. Wir haben 86. Wir kaufen noch mehr Kartoffeln. Allerdings erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.